Traveling to Volskaya Industries. Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Overwatch. Und wir spielen diesmal Pharah. Ich glaube, das war ein bisschen offensichtlich, dass ich jetzt hier in die Seite reingegangen bin, aber das bedeutet nichts. Wir sind ja relativ low, was die Elo angeht. Manchmal bedeutet das halt einfach nichts. Holy moly, wir schießen mal kurz auf die Wand hier. Ein paar Teile ausholen. Bevor wir dann auf dem Teil hier convergen und vielleicht mal bin töten. Und hoch, wenn es geht. Ne, noch 3 Sekunden. Das ist ein Problem, ja. Fuck. Aber ich glaube, wir sind dadurch reingekommen. Das könnte gut sein. Sieht da so aus, als wären da 3 an mir vorbeigesneakt vom Team. Sehr gut. Und bevor wir jetzt hier weiter fighten, kommen wir mal direkt zu den wichtigen Sachen. Also, erstens öffnen wir nach dem Part hier noch 6 Lootboxen. Und zwar spezielle. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Tschüss ist nämlich das Thema. Wie man vor einem Soldier wegrennt, der ultet. Ah, schade. Hatte gehofft, dass eventuell der Soldier da ist. Ja, okay, wir müssen hier weg. Ich lass mich mal fallen. Aber das bringt nichts. Boah. Ist Overwatch ein Jahr geworden? Hi. Hi. Ey, wohin denn? Oh, in mein Gesicht. Es ist halt bisschen blöd, dass ich da in dem Raum dann bin gegen ihn. In dem Raum kann dann auch, glaube ich, selbst der größte Kacknuck mich töten. So oft wie er verfehlt hat, war ja schon eigentlich nicht mehr schön. Ja, da muss ich einen mindestens töten. Aber das übernimmt schon mein Team. Dann gehen wir mal mit hier drauf. Irgendwo kommt der Reinhardt von denen. Schießen wir mal da hinten. Und weg mit dir. Und... sehr schön. Da oben ist ein Teleporter. Sehe ich gerade. Ja, dann hätte ich mein Ulti eventuell besser aufgehoben, aber... hi. Oh, jetzt ist er... nee, der ist noch da. Tschö. So ein Ärger. Komm ich hoch? Holy moly, ich dachte schon, sie hat die Range bis da oben. Das könnte ein Lied sein. Sie hat die Range bis da oben. Von Peter Fox oder so. Oder Seed oder so. Naja, egal. Overwatch ist ein Jahr geworden. Es gibt neue Lootboxen. In den Lootboxen können einige schöne Sachen drin sein. Tänze sind da zum Beispiel drin. Oder auch neue Skins für jeden Charakter. Zombie hat da auch ein schönes Video zugemacht. Wow, dass der hier getroffen hat, ist natürlich nice. Und ja, also es geht vom, ich glaube, 22. bis zum 12. Also ist schon seit 3 Tagen dran. Also wer momentan das nicht mitbekommen hat, es lohnt sich momentan Lootboxen zu spielen. Es gibt auch eine neue Dreier-Map, 2 neue sogar und 1 gegen 1 auch. Das heißt, in dem Arcade-Mode kann man sich auch mal gerade ein paar Lootboxen snacken durch Easy Wins. Und haben wir eine Tracer oder die? Die, okay. So. Schießen wir den mal nach vorne. Ah, da ist die Tracer. So, dann schießen wir einfach mal dahin. Komm schon, Tracer. Hab jetzt natürlich Ulti. Könnte gucken, dass ich von der Seite aus hinkomme. Jetzt ist gerade ein bisschen schwer. Vielleicht bleib ich auch mal kurz drin. Hi. Ah, das hätte ich nicht machen sollen. Da hätte ich mich retten können, hätte ich mich anders positioniert. Da hätte ich mich einfach nur vor ihn stellen müssen und dann den E machen. Ey, wartet auf mich, Team! Die wollen ohne mich gewinnen, was soll das denn? Das kann man doch nicht machen! Hallo? Team? Reinhardt. Denkt man, hält es auf. Ich bleib mal kurz hier hinter. Oh, ich weiß nicht von wo er... hat richtig den komischen Soundpack ab. Hi. Holy shit, das war von dem Potenzial her, glaube ich, das beste Ulti, das ich die ganze Runde lang hatte. Und dann waste ich das da so. Also es war nicht grottenschlecht, aber von dem möglichen Potenzial, das es da war, also es war auch nicht gut. Es war schon Richtung schlecht, aber es war nicht grottenschlecht, aber das Potenzial war halt, phew. Let's go! Dann deffen wir das mal jetzt richtig gut. Ein bisschen hier unsere Mates outbailen. Wie man das so schön sagt. Die haben mir ja gerade auch geholfen. Na, schade. Kommen die jetzt mal? Hallo? Geht doch. Hallo! Schön euch zu sehen. Lights out! Da haben wir den ersten, auch wenn es Junkrat war. Aber wir haben den ersten. Habe ich da gerade überhaupt irgendwas getroffen? Also irgendwie mag ich die Position hier nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich gehe runter. Oh, shit. Das wird schon ein Problem. Wir gehen auf jeden Fall mal ein bisschen auf Distanz. Und,
Ah, fuck, wäre weiter in die Richtung gegangen. Wäre nur Gutes passiert. Der war knapp. Puh, da müssen wir springen wegen dem Sleep Dart. Hi, bitte. Danke. Heilstrahl, Achtung. Achtung, ich werd geheilt. So. Ah, oh, schade. Aber was macht der Reinhardt da? What the fuck? Was zum Fick war das gerade? Ich glaube, der wusste nicht ganz, das fängt mit dem. Der wird heute nicht gecharged, mein Mate. Weg mit der Fotze. Komm, jetzt die nächste Schlampe. Gehen wir mal hier so ein bisschen um die Side. Heilen den. Und zeigen mal, wie man seinen Rocket Missile... Ach, da oben ist noch Rhodey. Hallihallo, Rhodey. Weg mit dir. Ich finde übrigens die ganzen neuen Anzeigen oben rechts richtig cool. Die Assists. Und im Falle, woran die Gegner sterben, Belebung und so von der Mercy, wie jetzt da. Also ist alles sehr, sehr cool gemacht. War eine gute Verbesserung. Weg mit dem, weg mit der, weg mit hier. Wow. Oh nein, jetzt bin ich tot. Ah, reingefallen, it's just a prank, als würde ich sterben. Hallo, Mercy. Wie schlecht war das denn, Game von mir? Da drauf erstmal zurückgehen. Wow. Versucht die Tracer hier mit uns zu ficken. Haha. Wie ich das antizipiert habe, aber dann nicht das gefinisht habe. Das war schon... Auf eine Weise echt gut und auf die andere erstaunlich schlecht. Hi. Oh, shit. Fuck, fuck, fuck. Ah, der ist geultet von der anderen. Er hat überhaupt keinen Damage bekommen. Jetzt haben wir ein Problem. Lebt unsere Mercy noch? Nee, das ist ein Problem. Das ist ein fucking Problem. Hi. Ich hau mal ab. Ja, das mache ich nicht. Ich kann nur versuchen, kurz hier drauf zu rennen. Ich weiß nicht, ob das Zeit gibt. Also offensichtlich gibt es Zeit, aber ob es genug ist. Ich meine, ich wäre so oder so gestorben, ich hätte wegrennen können. Aber ich glaube, die 1-2% kann man da geben. Wenn man dafür dann es eventuell ermöglicht, hier zu deffen. Es war nicht genug Zeit. Hätte ich eventuell antizipieren müssen. Aber ich glaube, es war worth a try. Oder nicht. Man weiß es nicht. Hallo? Der Reiner, der charged auch einfach mal so voll rein. So, YOLO. Und dann kommt der Rodeo. Dann gehen wir erstmal auf den. Was macht er denn? So. Sollen wir ultien? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht so das Bedürfnis zu ultien. Das ist unsere Mercy, ja. Xavier? Nee. Whatever. Ich habe irgendwie echt nicht das Bedürfnis zu ultien gerade. Komm, du Bitch. Hi. Ah. Okay, dann ultien wir jetzt mal. So. Gehen wir mal runter. Hi. Oh, Mercy, Mercy, Mercy. Was machst du denn da? Da kannst du noch nicht rauskommen. Hinter mir. Hoi. Hallo. Wo kommen wir denn da hin? Wohin denn mit dir? Na schade, ich hatte gehofft, sie geht in der Zeit zurück. Na, komm. Hi. Wow, dass der letzte nicht getroffen hat. Alter, wenn man einmal nicht drauf ist, dann ist man einfach so komplett die ganze Zeit nicht drauf. Sollen wir... Ich glaube, ich muss einfach mal eine Rocket treffen. So easy ist es. Ich gehe mir mal wieder Highground suchen. Es hat keinen Sinn gerade hier, die Pharah versuchen zu holen. Vor allem, wenn ich so schlecht in Anführungsstrichen aime. So. Also es war jetzt nicht grottenschlecht, aber es war halt auch nicht gut genug, offensichtlich. Ah, Fotze. Wir müssen durchs Schild. Er dürfte kein Ulti haben. Hi. Da rechts ist wer, ja. Fuck, ich hätte meine Rakete rausschmeißen können. Und ich hätte viel früher reagieren müssen. Das da war schon. Oh. Hi. So. Ich muss mal hier rein. Lad mal nach. Wo ist die? Wo ist sie denn? Ah. Hi. Weg mit der Schlampe. Und weg mit der Fotze. Und dann ist auch schon sehr, sehr gut. Also wir haben hier eigentlich alles unter Kontrolle. Auch wenn uns schon ein Drittel weg ist. Na, kommst du nochmal rein? 3, 2, 1. Tschö. Nee. Schade. Aber das Gute ist,
Die Pharah kann uns jetzt nicht nochmal so flanken in der nächsten Minute, weil sie erstmal kein Ulti hat. Was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem versuchen kann zu flanken. Aber dann flanken wir die einfach weg. So einfach ist es, Leute. Hi. Rhodey! Was machst du denn da? Oder ist das ein Winston auf einmal? Oder ist es doch ein Reiner? Ah, ist ein Winston. Ich habe mich nicht verguckt. War so affig. Was ein Affentheater, könnte man auch sagen. So witzig. LOL. Okay, das ist... Okay. Was ist denn hier gerade los? Merkt ihr das? Guck mal. Ich laufe voll komisch. Egal, soll ich jetzt gerade nicht vorführen. Das war gerade richtig komisch. Wow. For sure. Ich mache sogar AD, AD, AD. So richtig schön Player Unknown Battleground Style. Und dann das da. Also ich weiß halt auch... Da, ich weiß nicht. Leckt es bei mir? Hallo? Kann man irgendwo seinen Ping gucken? Das ist doch nicht normal. Das leckt auf jeden Fall. Was ist das denn? Es tut mir leid, Anna, aber ich kann dir da gerade nicht helfen. Dann gehen wir mal einfach auf den Reinhardt. Das macht so... Oh Gott, das habe ich noch nie erlebt. Vielleicht sind es auch Server-Lags, weil ich das wirklich noch nie erlebt habe. Aber es könnte auch mein Internet sein. Ich habe momentan eben ein bisschen Probleme im Internet. Wobei es eher auf nachts bezogen ist. Aber, alter Falter, das sieht auch so weird aus, weil ich einfach nur rechts-links die ganze Zeit mache. Und... What? What? Zum Fick sie... Alter Falter. Irgendwo sein Ping sehen, ne? Holy moly. Are you lagging too? Ich habe doch Enter gedrückt. Leckt das jetzt auch? Wow. Fucking Snipes. Okay, ich muss, glaube ich, stehen bleiben. Das macht mich so kirre. Ich brauche mein Ulti, um zu treffen. Das ist halt das Ding. Holy moly. Das ist nicht mehr normal. Ja, es tut mir wirklich leid. So. Der müsste doch... Oh, egal. Wir haben den Reinhardt. Und... Wir versuchen mal einfach... Schön weiter... Einfach nur zu rennen. Ah. Komm, gib mir Ulti. Wenn ich jetzt Ulti krieg... Dann... Ich glaube, ich habe Winston auf mir. Not sure. So. So, komm. Ah, jetzt werde ich von hinten getötet. Ich erkenne einfach gar nichts. So eine Scheiße. Aber sie hätte, glaube ich, auch nicht mitlegen. Ich dachte, sie wäre schon lange weg. Ein bisschen unlucky. Aber es müsste jetzt fast gewonnen sein. Alter Falter, ich weiß nicht, ob das die Server sind oder es wirklich mein Ping war. Aber ich würde mal tatsächlich doch jetzt eher auf meinen Ping, weil keiner was geschrieben hat. Holy fucking moly. Dann gucken wir uns noch das Play of the Game an. Was wahrscheinlich nicht von mir sein wird. Und dann öffnen wir unsere 6 Lootboxen und hoffen auf ein paar coole Sachen. Also der, wie nennt man, der Tracer-Skin ist übertrieben geil. I am Kebab Man. Ja, ist fast Kebab. Okay, da hat er natürlich... Das ist natürlich das Schöne mit Squishies. Oh nein, das war mein Ulti jetzt. Ja. Hätte ich da gut gespielt, hätte das mein Play of the Game sein können. Aber ja, die Mercy war ich. Gut. Also, sein Play of the Game fand ich war jetzt nicht unbedingt ein Zeichen für gut spielen. Nicht, dass er schlecht gespielt hat, aber anhand des Play of the Games gebe ich jetzt kein Like für ihn. Dann widmen wir uns den Truhen. Let's go, guys. Seid ihr gehypt? So sehen die also aus. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Hab die eine, die ich geschenkt bekommen habe, nicht geöffnet. Und dann halt noch diese 5 hier gerade gefarmt. Oh, 2 Rare Skins. Das ist schon mal nicht so schön. Das ist ein neues Emote. Wahrscheinlich eine neue... Ah, nee. Das ist schon das... keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob... Also, ich glaube, mindestens 1 ist neu. Aber es können, glaube ich, auch mehrere neu sein. Ja, okay. Ich krieg jetzt die ganzen Profilbilder. Das ist natürlich nett. Viel Icons. Oh! Ist es denn ernst? Wie viel ist es denn? 500? Ja, ist nicht wenig. Aber einen Skin kostet 3000 oder so. Nee, also den hätte ich lieber gehabt. So den fucking Tracer Skin. Okay, das ist schon irgendwie traurig. Ja, ein Tanz? Ein Emote.
Ah, ein Tanz. Ja dann. Was? What the fuck? Also irgendwie ein bisschen hyperaktiv. Aber die Skins sind so... Ich weiß nicht, ob es bei den Skins auch so ist. Das würde ich dann jetzt mal gucken. Schade, dass ich auch die blöden Icons alle krieg. Hero Gallery. Und zwar... Wo bist du? Ah, wir könnten uns den Sombra-Skin auch angucken. Sombra ist einfach... Hat die überhaupt einen? Was ist das da für ein Skin? Oh, was? Der ist ultra geil. Warum kannte ich den nicht? Ich will kaufen. 1000. Ja, okay. Hat sie keinen? Bin ich jetzt behindert? Ich dachte tatsächlich, dass wirklich jeder einen hat. Alter, ihre Skins sind ultra geil. Ohne Spaß, ich würde jeden davon anziehen und ausziehen. So ist es nicht. Wo ist denn Tracer? Tracer, Tracer, Tracer. Skins. Nee. Graffiti. Okay, dann hat sie tatsächlich keinen. Ich dachte echt... Aber es könnte sein, dass auch nur die Original Heroes einen Skin haben. Das weiß ich gerade nicht. Aber der ist zum Beispiel ultra geil. Und was ich immer schade finde, das ist auch berechtigt, dass sie sind, aber es ist halt immer so teuer, dass jeder der neuen Skins eigentlich ein Legendary Skin ist, beziehungsweise noch teurer als ein Legendary Skin. Und dadurch hat man als Free-to-Play-Player, der nicht viel spielt, ist es wirklich schwer, sich mehr als einen geilen Skin pro Event zu holen. Das ist so ein bisschen so, wo ich mir so denke, die könnten vielleicht an den Lootboxen entweder die Drop-Chancen ein bisschen erhöhen oder die Refound, weil zum Beispiel, ich glaube, wenn man, das ist mir nicht passiert, offensichtlich, ihr habt das Lootboxing gesehen, wenn man zweimal den gleichen 3000er-Skin kriegt und der dann durch Goldmünzen ersetzt wird, kriegt man, glaube ich, statt 3000, was ja der Preis ist, 200 oder so. Und das ist schon extrem wenig, also... Da fühlt man sich schon ein bisschen skinny gefickt. Vor allem, wenn ein Legendary Box anscheinend 500 kriegt, ist das schon scheiße. Oder man verhindert, dass man einen Duplicate überhaupt kriegt bei so Legendary Skins. Keine Ahnung. Oder so. Ist das gleiche Problem wie mit Hearthstone, finde ich, mit den Packs manchmal. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal, weil Overwatch macht, gibt schon viel, viel Freies raus. Also da will ich denen keinen Vorwurf machen oder so. Aber es hat, finde ich, für mich als Free-to-Play Player noch Luft nach oben und ohne, dass ich das als zu gierig empfinde. Aber das sieht vielleicht auch jeder anders. Egal, genug darüber geredet. Wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.